Hallo und willkommen zurück zur 5. Folge mittlerweile von Tales of Xillia. Und wir betreten jetzt mal den Sektor 3, dieses LaForte-Forschungszentrum. Und schon wieder wilde Tiere, die hier herrenlos umherlaufen. Irgendwelche, tatsächlich diesmal, sind die in so einem Schutzanzug? Wow. Naja, die Musik ist jedenfalls noch nicht besser geworden, also jedenfalls nicht motivierender. Vom Klang her ist sie natürlich schon super. Ein bisschen Holz noch mitnehmen, wer weiß, wann wir es mal gebrauchen können. Vielleicht liegt hier irgendwo auch noch eine angegammelte Pommesschale rum, man weiß es nicht. Dreh dich doch einfach mal weg, oder? Ach komm, ich kill dich auch so. Jetzt mit Mila an meiner Seite bin ich ja komplett unbesiegbar, es sei denn, es kommen vielleicht drei Leute. Okay, Mila hat die zwei erledigt in der Zeit, in der ich einen erledigt habe. Das liegt einfach nur daran, dass die KI hier so super ist, weißt du? Bonuserfahrung. Am Ende jedes Kampfes kannst du eine bestimmte Menge an Bonus-Erf erhalten, die auf Grundlage deiner längsten Combo, ja, ich habe auf jeden Fall die längste, und der für den Kampf benötigten Zeit ermittelt wird. Außerdem wird in der Kalkulation mit einbezogen, ob du den Kampf beenden konntest, ohne Schaden zu nehmen. Ja, ohne Schaden nehmen wird bei mir, glaube ich, schwierig. Bonus-Erf wird nur auf die Figuren aufgeteilt, die an dem Kampf beteiligt waren. Okay, das heißt, wir müssen uns später auch noch entscheiden, wen wir mit in die Gruppe nehmen. Das hatte ich ja schon vermutet, dass wir für eine längere Kampf-Kombo auch mehr Erfahrungspunkte bekommen, aber die Zeit spielt hier also auch noch eine Rolle. Aber ich will jetzt nicht so... Ah, komm. Also die Zeit hat schon mal gepasst. Eisensand, ein Stück Holz. Auf jeden Fall sehr viele Kämpfe hier in dem Spiel. Aber die gehen ja auch rasend schnell. Hallo. Tschüss. Dreh dich mal um. Ey, du sollst dich umdrehen. Ach. Healer! Okay, ein Apfelgummi und Mila ist ein Level aufgestiegen. Nochmal 3 WP bekommen. Die werde ich jetzt aber gerade mal nicht ausgeben. Obwohl doch, wir brauchen ja nur 2, um den Kreis da weiter zu füllen. Moment mal, Liliumkugel. Und da gehen wir auf jeden Fall, versuchen wir hier diesen Abschnitt auszufüllen und geben ihr deshalb nochmal mehr Stärke und dann noch mehr Intelligenz. Dann haben wir wieder einen Bonus freigeschaltet und das ist dann eine Fertigkeit solider Schutz. Mal gucken, ob die jetzt automatisch aktiviert ist wieder. Solider Schutz, nee. Jetzt. Alles klar. So, dann war hier aber irgendwas noch, was ich aufheben wollte. Habe ich schon genommen, wohl, ja. Oder war das da? Nee, ich habe es wohl genommen, okay. Dann Wächter der Schatzkiste, du hast keine Chance. Far too easy. I won't let anyone down. So, und auch Jude hat jetzt die Möglichkeit, sich noch ein bisschen zu verbessern. Und da gehen wir hier auf Vitalität.
und Stärke. TP-Kombo-Hilfe. Okay, was ist das? Jetzt haben wir auf jeden Fall unsere erste Fertigkeit für Jude. Kostet 4 Punkte. Artis verbrauchen bei jeder Kombo mit mehr als 4 Treffern 20% und bei jeder Kombo mit mehr als 8 Treffern 40% weniger TP. Okay, muss ich darauf achten, dass wir dann auch vorher 4 Treffer immer machen. $400. I always wanted to live up to Professor House's expectations, but now he's dead. What are you doing? I'm cuddling you. Why? I read it in a book. When humans are upset, they feel better when you cuddle them. What book was that? A Mother's Eyes, A Mother's Touch. That sounds like a book about child rearing. I'm not a baby. This technique has no effect on you? Humans are so complicated. Well, I guess I do feel a little better. Thank you. So it does work. Ja, das funktioniert. Wait, doesn't this lead deeper inside? We're not heading to the exit? No. There's something seriously wrong here. Shouldn't we get out? I'm aware of the danger, but there's something I must find. I'm afraid I can't escort you out before then. Sure. After all, I was the one who asked to go with you. What's so funny? It's nothing. When my business here is done, I promise to see you safely out of here. There's no need to worry. Thanks. Ja, ich denke, mit Mila werden wir das Geheimnis hier schon lüften. Aber wie gesagt, mit ihr fühle ich mich total sicher hier. If we must. Yes, sir! Ha, yes! Focus! Ha, ha. My sword rings true. Huh? Watch out! Yes, sir! Ha, yes, sir! Yes, sir! Ha, yeah! He's next. Yes. All right! Yes, sir! Yes! Alright, over already? So, was haben wir denn hier im Sack noch? Ein paar schöne Federn. Jetzt haben wir schon 7, in so ein Kissen gehören vielleicht 1000. Ja, das Anschleichen wollte ich überhaupt nicht mehr zu versuchen. Wie klappt das nie? Yes, sir! Ha, yes! Die! Ha, yes! Ha, die! Far too easy. So, jetzt hatten wir hier noch irgendwas. Da, genau. Ein bisschen Eisensand. Sektor 2. Sektor 2 kommen wir doch her, oder? Genau, jetzt müssen wir hier in der Mitte nochmal hoch. My sword rings true. Okay. Achso, wie sehen unsere TP überhaupt aus? Mila verbraucht ganz schön. Ich denke, ich muss hier doch nochmal die Strategie ändern. Und sag mal, TP anhäufen. Da wird ja der Bosskampf irgendwann nochmal kommen und dann ist besser, wenn sie viel TP hat. Oh, Sparring. You seem to know your way around a fight. Yeah, I studied self-defense when I was a kid. They say that even the best trained soldiers may panic in the face of actual combat. Yet you seem completely together.
Well, I had a friend I trained with who used to shout sparring time and attack me out of the blue. So it's probably thanks to her. I see. I'd always wind up on the ground covered in bruises. I'm sorry to dredge up such painful memories. What? No, it's not like that. Don't all bullied children say that? Bullied? That's not what... Wait. Was it? Alright, I did it! Okay. Nehmen wir den letzten auch noch mit. Far too easy. So, liegt hier was? Nein, natürlich nicht. Aber hier ging nochmal die Treppe nach oben. Und da wir im Keller reingekommen sind in das Gebäude, denke ich, dass unser Ziel schon eher oben liegt. Hallo. It's not working? Try fire. Far too easy. Geht's hier noch mal rein? Ich guck mir einen Labor noch mal an. Manchmal sind da Kisten oben gewesen. Watch out! My sword rings true. Vorteilhafte Begegnung. Wenn deine Figur einen Feind beim Erkunden von Spielgebieten von hinten berührt, fügst du deinem Gegner zu Beginn des Kampfes Schaden zu. Ja, das kennen wir ja schon eigentlich. Und tatsächlich eine Kiste für mich. 500 Gold, das ist doch schön. Dann haben wir jetzt, glaube ich, 1900 inzwischen. Also plus das, was wir in den Kämpfen gesammelt haben, natürlich. Da sind nochmal zwei Kisten. Okay, hier komme ich her. Da gibt es bestimmt noch eine Fähigkeit später, wo man sich dann von hinten anschleichen kann. Alright! 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 Ich spare jetzt übrigens auch mal ein bisschen TP. Also nur ganz primitive Angriffe. Sagt die. Ja, okay. Achso, die füllen sich auch ständig wieder auf. Naja. Labor 10. Keine Gegner. Upp, da war was. Drei Landkrabben. Mhm. Können wir uns einen Cocktail machen später. Aber hier müssen wir dann wohl nicht hin. So, wir kamen von da, von hier. So, und dann haben wir hier die nächste Tür. Labor 4. What is that? Sieht aus wie eine Waffe oder sowas. A Spyrex weapon. I knew it. The lamp.
Rats of Kresnik? That's the name of the sage from the Genesis Age. Huh? What are you doing? So this is what humans call irony. Naming this weapon after Kresnik. Listen up. We must destroy that which harms man and spirit. Those are the four great spirits. So that really makes her Maxwell? What are you doing here? You are really starting to make me angry! What the heck's going on? Oh, are you insane? Don't you know this is going to drain you too? You're suffering. It's worth it! It's acting directly on her mana lobes! This wasn't part of the plan. But it's nothing I can't deal with. Are you gonna try and stop it? Do you know what you're doing? That's it. Mila! Look down! Huh? Stop! Or you'll be dragged in with it! Four spirits? Wait. Take Mila and then run? Huh? What? What are you trying to do?
You okay? Guess swimming isn't one of your powers, huh? It's not as easy as Undine makes it look. So you really have lost the power of the four great spirits. What are you gonna do now? There's no way you could destroy that device without their power. You have a point. Perhaps if I were to return to Nia Kara. Listen, you've been a great help, Jude. Thank you. You should go home now. Wait! Wow, ich bin immer noch ganz weg. Was für ein epischer Kampf gerade. Es scheint ja so, als ob diese Maschine da die vier großen Geister da in sich aufgesogen hat. Mila hat es aber noch geschafft, die abzuschalten, hat dadurch jetzt natürlich ihre Kräfte verloren. Jetzt muss ich mal gucken, ist sie überhaupt noch bei uns? Nee. Sind wir ganz alleine? Aber ich denke, jetzt wo Mila nicht mehr so mächtig ist, wäre es doch doppelt gut, wenn wir zusammen losziehen würden für uns beide. Mila! How foolish, Jude. You should have gone home like I asked. You in cahoots with her? What? Haven't you ever wielded a sword before? Of course. But I always relied on the Four's power to guide my arm. It feels quite different without their help. Come quietly or else. I can't believe I'm doing this! All clear. Okay, das war ja zum Glück harmlos. What's gotten into me? You saved me again, Jude. Thank you. Listen. You'd better get out of Fenmont while you can. Right. You have my gratitude. The city entrance is always crawling with police. You'd be safer heading to the Sea Haven. The Sea Haven. You don't know where it is, do you? This way. I'm sorry to have put you in this situation. It's okay. Besides, I still owe you for saving me. I'll show you to the Sea Haven. The Sea Haven is on the opposite side of the city from here. We need to go towards the Central Plaza first. Das ist nett, dass du es nochmal sagst. Ich frage mich auch, ob hinter dieser ganzen Aktion jetzt der König selbst steckt oder ob es hier so eine Art Putsch gegeben hat, dass irgendwelche Rebellen jetzt hier diese Kanone da gebaut haben oder so. Jedenfalls werde ich die Gelegenheit nutzen und nochmal eben, Strategie muss ich gerade nochmal umstellen, hier wieder auf TP sparen und werde ich jetzt mal abspeichern. Für diese Folge reicht das dann auch erstmal. Und dann gucken wir nächstes Mal, dass wir den Hafen erreichen und dass wir hier aus der Stadt verschwinden mit Mila. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.